Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Davide Guzzardi. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Expat Tribe, wo Kurs, Touren und Abenteuer in der Schweiz organisiert, sowie selbst entwickelte Expeditionsreisen im Ausland. Wie, wo, was genau erzählt er gerade selber? Hoi Davide, schön bist du da. Wie geht's dir? Hoi Nico, vielen Dank für die Zeit. Ja, alles gut. Danke. Selber euch. Danke, danke. Ich kann mich gar nicht beklagen. Ich habe gesagt, ihr organisiert eben Abenteuer, Kurs und Touren in der Schweiz sowie selbstentwickelte Expeditionsreise im Ausland. Kannst du vielleicht einmal ein Beispiel nennen für etwas, was in der Schweiz passiert und aber auch mal so ein Beispiel, was ihr zum Beispiel im Ausland macht? Ja, sehr gern. Also schweizweit organisieren wir mal sicher zum Beispiel Sachen wie Kletterkurse oder geführte Bergtouren. Beispielsweise, wenn einer einen 4000er besteigen möchte mit Bergführer, das organisieren wir. Oder auch eben Kletterkurse in kleinen Gruppen. Ausland, da organisieren wir Reisen, vor allem zeltbasierte Reisen, zum Beispiel an exotischen Orte wie Nepal, Kamtschatka, Tadschikistan, Kirgisistan und so weiter. Mega spannend. Als erstes, das erste Mal, man hört dir an, du bist jetzt nicht ein Innenschweizer oder niemand, der wahrscheinlich in der Schweiz geboren ist. Und einfach so zum Sagen, eben, du wohnst in der Schweiz, gell? Weil das ist ja ganz klar ein Teil vom Podcast, dass es eigentlich Schweizerdeutsch ist, respektive jemand aus der Schweiz ist. Erzähl mal kurz deine private Geschichte. Wann bist du in die Schweiz gekommen, bevor wir dann wieder aufs Unternehmen losgehen? Ja, sicher. Also ich bin jetzt mittlerweile seit 4,5 Jahren hier im Kanton Uri, im wunderschönen Bergkanton Uri. Fühle mich sehr gut aufgehoben und davor war ich eben in Wien am Studieren und in Italien in der Schule. Genau. Perfekt. Dann hat sich mich eben hier gezogen und ja, sehr, sehr lohnenswert. Aufgrund von deiner Leidenschaft, die du für Berge hast, bist du in die Schweiz gekommen und in den Kanton Uri gezügelt. Also es ist so, ich habe eine Vollzeitarbeit angenommen nach dem Studium. Das hat mich primär in die Schweiz gezogen. Es ist aber schon so, man hätte auch ein anderes Kanton auswählen können und das Kanton Uri ist halt schon prädestiniert für Bergaktivitäten und da gab es gar keine lange Zweiflerei. Perfekt. Mittlerweile machst du nur noch Expat Tribe oder bist du immer noch nebenberuflich tätig? Nee, ich bin jetzt vollzeitig involviert in Expat Tribe. Es ist ein Vollzeitjob und ja, es ist sehr, sehr cool. Es gefällt mir. Wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, ich mache mich selbstständig, ich möchte mein eigenes Ding machen? Und dann, wie bist du auf die Geschäftsidee gekommen? Also die Selbstständigkeit ist eine dauernde Suche nach Verwirklichung, würde ich mal sagen. Man ist in einen Vollzeitjob gefangen, wo sicher sehr viele Vorteile mit sich bringt, aber dieses Abenteuer fehlt ein bisschen und diese Neuigkeiten, dieses sich neu entwickeln und neu verwirklichen jeden Tag, das fehlte mir dann nach einer gewissen Zeit. Und ja, da gab es dann die Suche nach etwas, wo man sich ja, neu findet und das bringt die Selbstständigkeit mit sich. Und zur Geschäftsidee und zum Geschäft kann ich sagen, diese Abenteuer- und Freiheitssuche, die widerspiegeln wir dann eben im Geschäft. Also wir möchten dieses Erlebnis nicht nur für uns verwirklichen, sondern auch für die Kunden, die mit uns auf Reisen oder Abenteuer kommen. Also bist du selber einfach so ein Abenteurer gewesen und jemand, der viel ist reisen, der viel unterwegs war, wo irgendwie so Reisen, wie du jetzt anbietest in der Firma? Du hast vorher zum Beispiel gesagt, glaub, eben irgendwie auf Tadschikistan im Ausland, habe ich es richtig im Kopf. So Zeug hast du quasi vorher selber gemacht und einfach gefunden, hey, richtig cool, ich möchte das auch anderen Leuten anbieten. Oder wie findest du neue Reisen, wie kommst du auf so neue Abenteuer, gerade im Ausland? Also grundsätzlich ist es so, wir haben mal viele Reisen, die schon durchgeführt worden sind. Das sind wirklich Reisen, die wir damals im Freundeskreis mal ausprobiert haben, selber geplant. Wir sind dann gewesen und jetzt bieten wir sie erneut an, weil wir möchten, dass die Kunden auch was erleben und ein bisschen diese Gefühle teilen, die wir damals gefühlt haben, die uns so happy gemacht haben. Zu den neuen Reisen ist es so, es ist eine
laufende Suche. Wir haben auch ein paar Partner vor Ort natürlich, die uns unterstützen. Und dann ist sehr viel Vorarbeit mit Bergführern, Wanderleiter, Kletterlehrer, je nach Reiseart, hier in der Schweiz, bevor man es dann wirklich pionierhaft mit den Kunden durchführt. Und das wird auch so angeboten. Also die Kunden wissen, es ist eine Pionierreise, es kann viel schief gehen, es kann aber auch sehr viel gut laufen. Und dieses kleine Abenteuer-Anteil, den möchten wir bewusst im Angebot lassen, weil es macht unsere Angebote einzigartig. Wer ist denn da jetzt konkret Zielgruppe? Also auch in der Schweiz, oder wenn du sagst, du machst Kletterkurse oder Bergtouren, 4000er, sind denn das gezielt Leute, die vielleicht bereits schon sehr, sehr aktiv sind, sehr sportlich sind, viele Bergtouren gemacht haben auf kleineren Bergen und jetzt sagen, und jetzt wollte ich mal einen 4000er besteigen und dann vielleicht sogar noch im Ausland noch höhere Berge mit euch besteigen? Oder ist das der ganz Normale, wo dann vorbereitet wird auf so eine Tour von euch? Weißt, wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist sehr eine breite Kundschaft, die uns besucht. Es ist schon so, normalerweise sind es eher Naturliebhaber, aktive, sportlich begeisterte Menschen, die eben sich etwas steigern wollen, etwas erleben möchten, die vielleicht schon in der Bergszene aktiv waren. Es ist aber auch so, dass wir sehr viele Durchschnittsuser aufnehmen mit Eintrittskurse, Schnupperkurse oder Schnupperabenteuer, wo man quasi erst sich an diesen Themen nähern kann, zum Beispiel dem Zelten oder ganz leichte Klettertechniken, weil wir uns bewusst sind, dass es einfach Suchtfaktor hat und dass man es dann gerne weiter betreibt. Dass er also die Leute quasi auch in die Abenteuer anführt und dann lebenslang begleitet mit immer heftigeren Sachen. Ich stelle mir vor, das ist ja je nachdem auch gerade sicherheitstechnisch eben noch so eine schwierige Sache oder zumindest etwas, was man muss bedenken, gerade wenn du im Ausland bist. Was tun ihr da vorbereitend erledigen, dass jetzt irgendwie alles sicher abläuft, dass es nicht schief geht, wenn er so in ein eher exotisches Land reist? Also es gibt mal sehr viel technische Planung, eben als wir noch in der Schweiz sind, bevor wir die Reise durchführen. Diese erfolgt eben mit erfahrenen lokalen Bergführer und Schweizer Bergführer, so dass wir sicherstellen können, okay, wir haben mal die Planung gut abgeschlossen. Es gibt immer einen Plan A, B und C, sowieso auf Abschnitte der Reise, wo wir uns bewusst sind, okay, hier könnte was schieflaufen, hier könnten wir jemanden benötigen, eine Unterstützung von draußen. Und wir schauen wirklich, dass wir das so safe wie möglich durchführen können. Vor Ort sind wir dann natürlich an den lokalen Rettungsdienste, Militärdienste und so weiter, Embassy angewiesen. Und wir schauen, dass wir einfach schon im Voraus einen Kontakt mit diesen herstellen, dass sie sich bewusst sind, dass wir unterwegs sind mit einer Gruppe. Also es klingt eben sehr, sehr abenteuerlich und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen auch mal ein Ziel ist oder so etwas, was sie gerne mal würden erleben. Wie findet ihr denn heute ganz konkret Kunden? Im Moment läuft sehr viel über die sozialen Kanäle. Wir haben einen super Fotografen, Marco, der uns seit Anfang begleitet und für uns Social Media Content erstellt, sehr hochwertiges. Und wir versuchen diese Emotions, die wir am Berg und auf Abenteuer empfinden, auch über die sozialen Kanäle weiterzugeben, wo sich dann auch unsere Kunden am meisten aufhalten. Auf eurer Webseite habt ihr ein sehr, sehr breites Angebot. Was wird am meisten gebucht? Was sind die Sachen, die am meisten gebucht wird? Und was passiert jetzt, wenn ich sage, ihr habt zum Beispiel eine Reise auf Afrika, ich sage jetzt, hey, David, ich will auf Afrika. Was läuft noch herab? Ist das eine fixfertige Reise oder musst du sie dann zuerst planen? Oder wie funktioniert denn das im Moment? Es kommt sehr auf das Angebot drauf an. Die meisten Reisen sind maßgeschneidert. Ich sage mal, 50% wurden schon durchgeführt, 50% werden eben als Pionierreise angeboten. Wir würden erstmals mit dir Kontakt aufnehmen. Wir haben auch immer einen Virtual Call, wo man sich kennenlernt. Also wir nehmen uns wirklich die Zeit, um zu sehen, wie die Teamzusammenstellung aussieht und dass alle Teilnehmer auch ungefähr auf gleicher Ebene und auch Erwartung, sich befinden. Und dann von dorthin würden wir eben die weitere Planung vornehmen, auch in Absprache mit dem Teilnehmer. Also man kann wirklich sehr viel anpassen an unseren Reisen und ja.
Wie viel muss ich denn sein? Kann ich da ganz allein kommen und sage, ich möchte so eine Reise buchen und dann suchen dir vielleicht jemand Zweites, der mitmacht oder jemand Drittes? Wie groß ist so eine Gruppe oder gibt es wirklich auch Individualreisen? Individualreisen haben wir im Ausland eher selten. Durchschnittlich ab 2 Personen können wir eine Reise durchführen, natürlich je nach Ort auch und Reisetyp. Die Gruppen sind durchschnittlich klein, würde ich sagen, 4 bis 6 Personen maximal, aber es kommt auch sehr stark auf die Komplexität an. Also wenn es Zeltreisen sind, wo man wandert, könnte man auch 6, 7 Menschen sein. Und auf Reisen, die halt vielleicht noch bergsteigertechnisch ablaufen, sind die Gruppen eher klein, 3, 4 Kunden. Okay. Mit was für Kosten muss man da rechnen? Also, oder gibt es da irgendeine Daumenregel oder ist das komplett individuell? Wenn erfahre ich das? Weil auf der Webseite sind ja keine Preise drauf, sondern auf der Webseite kann ich glaube, nur ein Dossier anfordern. Hat es denn dort schon wie ein Preis drauf, wo ich mir das kann vorstellen kann? Oder ja, was kostet so etwas? Ja, es ist korrekt, Nico. Also wir haben mal im Dossier alle Daten zur Reise, also mögliche Zeitspannen, wo man die Reise antreten kann, was inbegriffen ist, was nicht inbegriffen ist, wie das Ganze abläuft, Tag für Tag und auch eine Preisvorstellung. Da von daher im Dossier steht dann alles, was man sozusagen wissen muss. Okay, gibt es eine Möglichkeit, so ganz spontan für Zuhörerinnen und Zuhörer von dem Podcast, die sagen, interessiert mich irgendwie noch ein Goodie oder ein Rabatt oder irgendwas rauszuholen, falls sich die meldet und vielleicht sagen, hey, sie haben über den Podcast von dir gehört? Absolut. Also wir bieten jetzt für Zuhörer von Mach dies Ding Podcast einen 10% Rabatt auf das gesamte Angebot, sowohl Auslandsreisen als Inlandsreisen oder Abenteuer im Inland. Von dem her könnt ihr einfach im Anmeldeformular Mach dies Ding angeben und wir können das dann zuweisen, dass es eben zu deinem Podcast gehört und dass eine Teilnehmerin oder Teilnehmer eben war, die von dir stammt. Genau. Perfekt, das freut mich natürlich. Bin ich gespannt, ob sich jemand meldet. Es klingt mega, mega spannend. Wie bist du zu dem Sport gekommen? Also, weißt du, was sind deine ersten Berührungspunkte zu ja, alpinem Sport, Klettern, Bergtouren und wie hat sich denn das entwickelt? Also, wir müssen jetzt einen Sprung zurückgehen ins Jahr 2009. Da waren wir noch eine Gruppe von jugendlichen Freunden, die in Italien in einer Großstadt Modena mit wenig Berge aufgewachsen sind. Wir sind auch mit diesen waghalsigen Videos aufgewachsen von Red Bull, wo sich der Skifahrer irgendwo den Hang runterstürzte und was weiß ich für waghalsige Aktionen. Und das hat uns einfach angetan als Teenager, da wollten wir einfach mithalten. Und wir haben dann angefangen, Freestyle-Ski zu fahren als Gruppe. Wir waren da eine Gruppe von 5, 6 Leute, Jugendliche. Und von da aus ist das so ins Rollen gekommen, dass wir dann immer mehr in die Berge waren zum Trainieren, in Frankreich, auf Gletscher, im Sommer zum Skifahren, wo die anderen in Italien schön am Meer am Faulenzen waren und bis eben zu den Auslandsreisen dann nach Israel, Tadschikistan, Russland und so weiter. Genau. Und häufig, also wirklich dann wegen dem Skifahren und immer noch Ski mitgenommen, oder hat sich das dann weiterentwickelt, eben zu Klettern und Bergtouren, oder ist immer so das Freestyle-Skifahren das Ziel gewesen? Nee, also es ist schon so, man hat dann schnell gemerkt, dass wir vielleicht sehr gerne und gut Ski gefahren sind, aber doch keine Profis geworden wären daraus. Und es hat sich dann eben eher zu Zeltreisen entwickelt und Klettern. Also wir fahren immer noch Ski, aber nicht mehr Freestyle und wir schauen, dass wir haben damals geschaut, dass wir mehr mit Zelt unterwegs waren. Jetzt hast du gesagt, du warst in der Gruppe von Kollegen. Hast du die Firma Expat Tribe jetzt allein gegründet oder sind da auch noch Kollegen mit drin? Wie ist die Struktur von eurer Firma oder von deiner Firma? Ja, also es ist so, circa 2015 haben wir in Italien noch angefangen mit diesem Marco Barbieri, unser Hauptfotograf. Er ist Mitgründer von Afterbank Squad, der war der vorherige Name. Wir haben da Bilder produziert für Outdoor-Firmen und diese für Marketingzwecke weiterverkauft. Also grundsätzlich war das wirklich eine Marketingproduktion für Extremsportarten. Das haben wir damals gemacht und dann Ende 21 ist das so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten das weiter anbieten, schauen, dass wir Kunden mitnehmen können auf diese Reisen,
Und da habe ich dann selbstständig Expectribe daraus gegründet, kann aber noch auf die Unterstützung von Marco und Stefania und Dennis quasi mich unterstützen lassen. Und ja, also es ist eine One-Man-Show im Moment. Das Team wächst langsam. Ich habe dennoch Unterstützer von draußen, die mich ja sehr gut unterstützen. Also du machst ja vor allem die Organisation und dann hast du ja eben im Inland oder im Ausland lokale Partner, die die Reise mit durchführen und so weiter. Oder also das geht ja nicht allein, sondern Expatriate macht ja hauptsächlich die Organisation von dem Ganzen, Planung und so weiter. Und darum kannst du das allein machen. Jetzt erzähl mir nochmal mehr, wie das vorher funktioniert hat. Also ihr seid auf Reisen gegangen, habt das gefötelt und im Nachhinein dann einfach die Fötterli verkauft oder ist das von Anfang an so gewesen, dass ihr mit einem, zum Beispiel einem Hersteller zusammengeschafft habt und gesagt habt, hey, wir nehmen dein Zelt mit und wir machen ein Foto mit dem Zelt für dich in dem Moment? Oder wie ist genau das Geschäftsmodell von dieser Firma vorher gewesen? Ja, es war tatsächlich so, eben wir waren noch jung, wir wollten einfach teure Reisen unternehmen und das Material an sich ist auch relativ teuer, so Expeditionszelte, Kocher, Fotoapparat und so weiter. Und da musste einfach eine Idee her. Und das war gut, wir schreiben jetzt einfach die Outdoor-Firmen an und sagen ihnen, hey, das ist unser Portfolio. Wir werden, keine Ahnung, einen Monat in Grönland mit Rucksack unterwegs sein. Daraus entstehen sicher sehr coolen Fotos. Gibt uns doch Material mit. Und das ist dann geschehen. Nach ein paar tausend E-Mails haben wir dann eine gute Anzahl an Sponsoren gefunden, die uns unterstützt haben mit Material. Und nach der Heimkehr konnten wir das aber auch wirklich veröffentlichen und teilweise auch im Gegenzug zu einer Bezahlung dann quasi aushandeln. Nach ein paar tausend E-Mails, hast du gesagt. Also haben ihr einfach wirklich alle Hersteller, die es irgendwie geht, einmal angeschrieben, oder wie sind ihr damals vorgegangen? Ja, sagen wir so, am Anfang, aller Anfang ist schwer, man muss sich irgendwie selbst finden und wir haben da wirklich die Knochenarbeit gemacht und ja, auf den Großen mal losgegangen und dann immer mehr in die Nischen und irgendwelche Hersteller auch im Ausland, in Südamerika, in Polen gefunden, sie angeschrieben, bis dann eben eine gute Anzahl an Personen eingestiegen ist. Aber es war am Anfang natürlich nicht ganz leicht oder nicht ganz immediate. Ja, aber das finde ich mega spannend, also eben, dass du einfach mal sagst, hey, was habe ich zu verlieren? Ich habe zu verlieren, dass ich einfach Zeit brauche für zum Recherchieren, was gibt's überhaupt und ein Mail verschicken, wo gratis ist, also wo im Normalfall nichts kostet und dann dir irgendwie halt so lange die Mühe geben, bis du jemanden findest oder genug Leute findest, wo du mal kannst gratis gehen oder wo zumindest kannst sagen, ich gehe jetzt, ich muss Material nicht selber kaufen. Also das ist ganz eine wichtige Lektion, glaube ich, für alle, die zulassen, um einfach dann mal sagen, hey, ihr habt ja dort noch nicht viel gehabt. Ihr habt vielleicht schon ein paar Reisen gehabt, schon ein paar Bilder gehabt, aber ihr seid in dem Fall weder gross gewesen auf Social Media noch sonst irgendwas, sondern ihr habt einfach gesagt, hey, das ist unser Traum, das wollen wir machen. Und jetzt geben wir da Vollgas und einfach mal probieren, die Leute anschreiben, rausgehen. Was hast du zu verlieren? Also finde ich mega, mega cooles auch, eben, zu sagen, hey, das ist mein Ziel. Wie könnte ich dort herkommen? Wer brauche ich dafür? Und dann probier es aus. Wenn jemand abseits suchst, den nächsten. Was ist aus der Firma Ja. geworden? Gibt's die noch? Nee, also das machen wir jetzt nicht mehr. Oder besser gesagt, wir bieten diese Tätigkeit noch an. Wir hatten zum Beispiel für eine große deutsche Fernsehfirma letzten Sommer eine Produktion, einen kurzen Videoshoot über Schlafen an der Wand, was dann auch in Deutschland ausgestrahlt worden ist. Aber es ist so, dass wir das nicht mehr als Haupttätigkeit angehen. Wir möchten uns eher jetzt in Zukunft auf die Reisen und auf das inländische Angebot fokussieren. Okay. Jetzt hast du allein noch dann eine Expat-Tribe gegründet, aber schaffst ja nach wie vor mit den vorherigen Mitgründern von der ersten Firma zusammen. Warum hast du Expat-Tribe trotzdem allein gegründet? Also, weißt, warum haben die das denn nicht wieder zusammen gemacht? Haben sie nicht mehr 100% selbstständig sein? Oder, weißt, was ist der Grund, dass du das jetzt allein gemacht hast als Inhaber von der Firma? Ja, das Leben geht weiter und jeder findet auch andere Wege, beziehungsweise verwirklicht sich womöglich auch in anderen Jobs. Und das ist auch so der Fall. Also jetzt die vorherigen Teilnehmer, die sind zwar immer noch involviert, aber mit einem kleineren Pensum eben, eher supporttechnisch.
Ich denke, es ist einfach eine Frage der Prioritäten, was man so vom Leben möchte. Und für mich war das ganz klar, ich möchte weiterhin Abenteuer erleben als Einzelunternehmer und auch auf Reisen mit den Kunden. Und für mich hat das irgendwie den Vorrang gehabt, auch auf eben einen sicheren Job. Und womöglich ist das bei meinen Partnern nicht so. Also jemand sagt, okay, ich möchte lieber einen strukturierten Tagesablauf haben, und da war klar, die Selbstständigkeit und sowieso das Startup-Leben ist dann nicht geeignet in dieser ersten Phase für sowas. Ist ein guter Punkt, oder? Mal sich zu fragen, was wollte ich im Leben? Wie siehst denn du jetzt die Reise mit Expat Tribe? Also ursprünglich eben angefangen selber mal mit dem Hobby, hat es bei dir 2009, dann haben wir 2015 quasi eine Vorgängerfirma gegründet. Du hast aber auch gesagt, du hast nach dem Studium einen Vollzeitjob angenommen. Seit wann machst du jetzt Expat Tribe wieder, ich sage jetzt einmal nebenbei, wann hast du es Vollzeit gemacht und was ist das Ziel in den nächsten Jahren? Also nebenbei hat es Ende 21 begonnen, also gerade inmitten der Pandemie. Das war aber auch eine gute Zeit, weil man einfach die ganzen Strukturen aufbauen musste. Bergführerkontakte, Website-Aufbau, verstehen, was interessant ist und was nicht, auch für die Kunden. So quasi ein bisschen ein Testing-Environment. Seit diesem November mache ich das jetzt vollzeitig, also November 22, nicht allzu lang. Und wo die Reise hingeht, naja, ich erhoffe mir, dass es noch weitere 50, 60 Jahren, hoffentlich bis auch in die Pensionierung, viel Abenteuer und Entwicklung und auch etwas Vergrößerung vom Team mit sich bringt. Also das heißt, du machst jetzt nicht einfach ein Lifestyle-Business, wo du kannst sagen, hey, ich organisiere da Reisen nebendran und möchte in dieser Zeit aber selber können mitreisen, vielleicht eigene Reisen können finanzieren und einfach so das, was ich liebe, jetzt zum Hobby machen und mit oder zum Beruf machen und können über die Runden kommen, sondern es ist schon ein Ziel, ein Team aufzubauen, eine Firma aufzubauen, die vielleicht mal ohne dich funktioniert und das grösser zu machen. Es ist ja so, es wäre sicher nicht schlecht, wenn das Ganze sich so entwickelt, dass man ein kleines Team, sage ich mal, zwei, drei, vier Personen. Das Ziel ist schon nicht ein großes Corporate Business. Ich denke, es wird auch schwierig sein aufgrund eben dieses Nischenangebots, den wir auch haben teilweise. Aber es ist schon so, dass sich das ungerne komplett loslösen möchte von mir als Person. Weil ich grundsätzlich auch ein Teil von Expat Tribe bin. Also ich spüre und lebe dieses Abenteuer, und auch wenn es keine Arbeit wäre, würde es ein Hobby bleiben, gerne mit Menschen ins Ausland auf Reisen, in die Berge zu gehen. Das bedeutet für mich, dass die Trennung auch zwischen Hobby und Job irgendwie eh nicht so da ist. Was hat vorher für eine Vollzeitanstellung gemacht? Ich war im technischen Verkaufsdienst in einer großen japanischen Corporation in Zürich. Ein sehr spannender Job, wo man mit vielen Entscheidungsträgern täglich zu tun hatte. Sehr technisch lastig, also ja, da fehlte mir ein bisschen dieses Outdoor-Gefühl und Abenteuergefühl. Du hast ja zuerst eben ein bisschen neben beruflich angefangen und dann im November dich entschieden, jetzt gehe ich Vollzeit in Expat Tribe. Was ist das für ein Moment gewesen? Warum im November? Was hast du vorher für Ziel gesetzt? Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? Jetzt gehe ich wirklich all in, jetzt könnte ich meinen Job, jetzt mache ich nur noch Expat Tribe. Naja, ich sag mal, in die Berge zu gehen, ist alles eine Sache des Risikomanagements. Wie kann ich das Risiko minimieren und trotzdem noch über meine Grenzen hinaus wachsen? Und das war genau der Fall auch hier. Es ist die Entscheidung im November, diesen Schritt zu wagen, hat ein bisschen mit sich zu trauen zu tun. Also einerseits ist es ein bisschen eine waghalsige Aktion, weil man das Ungewisse hat. Andererseits ist es auch so, du wirst es nicht herausfinden, wenn du es nicht probierst. Also es war nicht ein konkreter Zeitpunkt. Es war einfach, okay, ich habe jetzt den nötigen Volumen, wo ich sagen kann, Interesse ist vorhanden, ich riskiere mal, ich gebe mir die Zeit und versuche es einfach ein, zwei Jahre zum Schauen, wie sich das entwickelt. Du hast gesagt, Risiko minimieren, also wie du sagst, irgendwann muss man den Schritt wagen und es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, man kann immer zurück, etwas, was ganz, ganz
wichtig ist, fast jede Entscheidung, ich sage fast, aber fast jede Entscheidung kannst du eigentlich rückgängig machen. Natürlich, sie kostet dich irgendwas, du hast vielleicht Geld investiert, du hast Zeit investiert, du hast in dieser Zeit vielleicht nichts verdient, oder weniger verdient wie in deinem anderen Job. Aber wenn du merkst, hey, irgendwie, es gefällt mir nicht, es funktioniert nicht, ja, worst case, suchst du wieder einen Job und lässt dich wieder anstellen. So what? Aber eine Entscheidung muss man mal treffen und es dann ausprobieren. Aber, du hast ja auch gesagt, eben, irgendwie Risiko minimieren. Wie hat denn so deine persönliche Situation ausgesehen? Also, das eine ist ja zum sagen, ja, ich probiere es 1-2 Jahre, hast dann ein finanzielles Polster gehabt. Auf der Seite, wo du einfach sagst, wenn ich jetzt 2 Jahre lang nichts verdiene oder 1 Jahr nichts verdiene mit Expat Tribe, komme ich trotzdem über die Runde. Oder weißt du, was ist so das Setting auf der finanziellen Ebene gewesen, dass du gesagt hast, ich kann das Risiko eingehen? Natürlich ist es eben Teil der Risikominimierung auch, wie du sagst, dass man einen finanziellen Polster hat, wo man sagt, okay, ich kann meine Kosten etwas senken in den nächsten 1-2 Jahren. Dafür probiere ich es eben Vollzeit, egal was kommt. Also dieser finanzielle Polster muss natürlich vorhanden sein, weil sonst wäre die Risikominimierung eben nicht vorhanden und dann ist das wirklich reine Waghalsigkeit und somit kann man das eben ein bisschen einschränken. Kannst du sagen bei dir konkret, was das für ein Polster ist? Du musst jetzt nicht den Betrag sagen, aber vielleicht, ob du gesagt hast, hey, das sind meine Fixkosten, die ich habe jeden Monat und wenn ich 1 Jahr lang keinen Franken verdiene, habe ich trotzdem 1 Jahr lang meine Fixkosten deckt. Hast du dir da ganz konkret mal überlegt, wie lang die Zeit muss sein? Weißt du, was hast du dir da für Gedanken gemacht, um an den Punkt zu kommen, wo du sagst, jetzt bin ich bereit, jetzt gehe ich all in? Ja, grundsätzlich würde ich sagen, es schadet nicht, wenn man ungefähr weiß, was man monatlich ausgibt für die Lebenskosten, für die Spesen plus auch die Firmenspesen, weil da kommt auf einem relativ viel zu. Das hatte ich auch unterschätzt anfänglich. Und da würde ich noch vielleicht 10-20% draufschlagen, was ich monatlich brauche für Extras. Und davon gehe ich aus, dass ich das herunterbreche auf dann diese 2 Jahre und sie sagen kann, okay, ich brauche so viel pro Monat zum Überleben. Also das war so ein bisschen der Grundkonstrukt, den ich angewendet habe damals. Und wenn du jetzt schaust, was sich im Moment entwickelt, hast du am Anfang auch ganz konkrete Ziele gesetzt und gesagt, hey, nach einem halben Jahr muss ich an dem und dem Punkt sein, sonst muss ich vielleicht wieder aufhören. Oder hast du gesagt, jetzt probiere ich einfach 2 Jahre und dann schauen wir weiter. Weißt du, bist du an diese Situation hergegangen, hast du klare Meilensteine gesetzt oder Ziel gesetzt in diesen 2 Jahren Aufbau, war das bis wann muss passiert sein oder wie bist du so an den Aufbau angegangen? Also ein Businessplan, der sich konstant entwickelt und auch ändert, das gibt's natürlich. Klare Vorstellungen zu, okay, Ende 23 möchte ich dies erreicht haben, GmbH gegründet haben, so viele Anträge bearbeitet haben. Also das gibt's. Es ist aber auch so, es ändert sich und entwickelt sich und viele Sachen passieren vielleicht früher, andere verschieben sich ins nächste Jahr. Also es ist natürlich eine theoretische Vorstellung der Entwicklung und das gab es natürlich. Sie ist aber in konstantem Wachstum und auch Änderung. Es ist kein fix fertiger Businessplan, sage ich mal. Das gibt es nicht. Ein Businessplan ist in dem Moment überholt, wo er fertiggestellt ist. Ich glaube, ein Businessplan braucht es auch nicht für jedes Unternehmen. Die Frage ist jetzt, was schaut man als Businessplan an? Ich denke, man muss sich Gedanken machen, man muss einmal die finanzielle Seite durchrechnen, man muss einmal sich überlegen, wie gehe ich überhaupt am Markt, wer sind meine Kunden, wie kann ich verkaufen, wie komme ich an Kunden an, was gibt es für Konkurrenten, Mitbewerber und so weiter. Es ist schon wichtig, dass man sich mal Gedanken darüber macht, aber ein Businessplan, wo jetzt in Form von einem Businessplan 20 Seiten oder noch mehr geschrieben ist und abgeleitet ist, ja, ich glaube, das braucht es nicht unbedingt. Häufig ist jeder Fall, dass man den dann hat und in dem Moment, wo man den hat, landet er in einer Schublade und geht vergessen. Weil, wie gesagt, es passt sich sowieso an, es ändert sich, man lernt mit, man muss mitlernen, man merkt vielleicht, ah, das, was ich denke, das sind meine Kunden, sind am Schluss gleich nicht meine Kunden, ich muss das anpassen, man hat vielleicht Mitbewerber übersehen, was es gibt und so weiter. Also, aber dass man sich einmal Gedanken darüber macht, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Hey David, nimm uns mal mit in deine Abenteuer damals. Was sind so die coolsten Erinnerungen von deinen eigenen Reisen, wo du ja auch, ich meine, genau um das geht es ja mit deinem Angebot, mit deiner Firma, dass du anderen Menschen willst, so Erinnerungen ermöglichen, so Abenteuer ermöglichen, wo sie hoffentlich mal ihren Grosskind davon erzählen.
Was sind so die Sachen, die du bis jetzt erlebt hast, wo du mal deinen Grosskind erzählen willst? Ja, es gibt eine ganze Menge. Es ist schwierig zum Priorisieren natürlich. Mein Gedächtnis ist auch nicht der beste. Das wird mir oft vorgeworfen. Ich habe sehr kurzes Gedächtnis. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass man auf solchen Reisen schon das Dortsein und mit den Lokalen in Kontakt zu treten schon sehr viel Abenteuer mit sich bringt. Es gibt dann immer Zwischenfälle. Das Auto hat einen Platten irgendwo mitten in der russischen Pampa oder die Lebensmittel gehen aus und man isst eine Woche lange Wassermelone. Irgendwelche lustigen Situationen. Das Zelt wird in Grönland überschwemmt, weil es einfach 3 Tage lang regnet und hagelt. Man muss gar nicht viel vorplanen, sage ich mal, weil das Abenteuer sich eh dann vor Ort ergibt, wenn man gewisse Orte in gewissen Konstellationen besucht. Also, ja. Okay, nehmen wir uns mal mit in die Melonengeschichte. Eine Woche lang nur Wassermelonen gegessen. Wo sind ihr gewesen? Wie ist es zu dem gekommen? Wie kann euch das passieren, dass ihr zu wenig Proviant dabei habt? Und wie kommt ihr denn überhaupt zu Wassermelonen, wenn ihr eigentlich kein Proviant mehr habt? Ja, das ist schon ein guter Punkt. Wir sind dort auf dem Pamir Highway zwischen Tadschikistan und Kirgisistan 2 Wochen lang unterwegs gewesen, mit Zelte und Offroad-Wagen. Wir haben noch in der letzten Großstadt von Tadschikistan Proviant eingekauft, alles super, haben dann aber gesehen, dass das für eine kleine Gruppe von vier hungrigen Italiener, möchte ich noch dazu ergänzen, vielleicht nicht genug war. Zu wenig Teigwaren wahrscheinlich Ja. oder Seinot. Und haben dann gefunden, dass das ja nach 2, 3 Tagen wahrscheinlich schon ausgegangen wäre. Und waren dann aber so weit schon entfernt von den nächsten Großstädten, dass wir sagen mussten, okay, wir gehen jetzt einfach ab und zu hat es einen kleinen Dorf und da fragen wir einfach nach, ob die Einheimischen was haben. Die Einheimischen leben da sehr simpel, haben aber aufgrund der Lieferungen, die vom Tal einmal im Monat quasi mit Lastwagen durchfahren, sehr viel Wassermelonen vor Ort. Und da haben wir uns auch damit selber ernährt, eine Woche lang. Okay, also einfach von Dorf zu Dorf quasi und alle haben immer nur gesagt, hey, das einzige, was ihr könnt haben, ist Wassermelone, aber da nehmt, und dann sind ihr halt so, haben sie müssen überleben. Ja, also. Die Einheimischen essen sicher nicht nur Wassermelonen, sie haben auch Tiere vor Ort und sonstiges. Aber ja, man hat uns nur das angeboten. Vielleicht haben wir das auch schlecht behandelt. Kann auch gut sein. Zu schnell akzeptiert. Wenn du jetzt gerade Ja. so eben die wahrscheinlich ja die Moment mit Einheimischen ansprichst, das ist doch sicher etwas, wo ganz speziell ist. Also ich denke eben, du bist irgendwo so im Ausland, an einem Ort, wo du irgendwie vielleicht, ja, wo die Leute arm sind, denen geht's schlecht. Man hat Vorurteile, man hat Annahmen, wie das wird sein, wie die Leute vielleicht auf uns Touristen reagieren. Wie ist es nachher in Wirklichkeit? Was sind so die schönsten Begegnungen mit Menschen gsi in diesen Ländern, wo du noch dran zurückdenkst? Es ist so, wie du sagst. Grundsätzlich ist es aber so, dass man nie, wirklich nie eine schlechte Erfahrung mit Einheimischen erleben durften. Und man merkt wirklich, die, wo am wenigsten haben, sind dann auch die, die dich vor Ort dann unglaublich herzlich willkommen, teilweise noch mit heimnehmen, irgendwas noch zum Essen anbieten. Also es sind dann wirklich schöne Momente, wo man sagt, hey, wir kommen aus einem reichen Land, wir haben alles und sind eben gerade so engstirnig eingestellt und haben Angst oder von dieser Begegnung mit den Einheimischen und die Einheimischen, die eigentlich wirklich wenig haben, laden dich dann zu ihnen heim und ja, zeigen dir, dass eigentlich Gastfreundschaft auf jeder Ebene stattfindet und dass man keine Angst haben muss vom Nächsten, sondern eher offen durch die Welt gehen soll. Und das erlebt man eben auch vor Ort. Woran liegt das? Also was hast du das Gefühl jetzt mit der Erfahrung, mit eben verschiedensten Ländern, wo du jeweils Einheimische triffst? Warum sind wir denn jetzt in der Schweiz so engstirnig und haben Angst vor dem? Oder warum sind die Leute so offen und so unbeschwert und nehmen dich auf und haben eigentlich selber zu wenig zu essen, aber
nehmen dich mit an den Tisch und geben dir auch noch etwas ab von dem. Hast du dir da mal Gedanken gemacht, an was das liegt? Ich ahne, dass wir halt in Ländern, wo es uns sehr gut geht, so schon von klein aus aufwachsen, dass man einfach auf das eigene Wohl sehr stark schauen soll, dass man für sich genug hat und dass es einem wirklich so gut wie möglich geht. Und mir kommt vor, dass es in diesen Ländern aufgrund dessen, dass es eben wenig gibt, schauen muss, dass einfach die Familie im ersten Schritt genug hat. Das heißt, man fixiert sich schon auf mehrere Menschen im Umkreis und dann auch, aber auch wirklich auf die Community-Ebene. Also sie sind sehr stark vernetzt, weil sie ohne wahrscheinlich nicht so gut leben könnten oder überleben könnten. Andererseits fördert das, dass man halt dann wirklich offen ist, auch gegenüber anderen Menschen und sie auch als Menschen wahrnimmt, die man gerne unterstützt und hilft, wenn sie was brauchen. Was nimmst du für dich selber mit aus so Begegnungen oder für dein Leben? Weißt, wie gehst du nachher mit dem um? Was macht so eine Begegnung mit dir? Und eben, ich sage jetzt, so wie wir sozialisiert sind und was halt wir als richtig und nicht richtig erachtet, was macht das nachher mit dir? Naja, es öffnet ein bisschen die Augen und es zeigt, dass man einfach wirklich auch bei uns versuchen kann und muss einfach jeden auf derselben Ebene zu behandeln, egal welche Einkommensstufe, Herkunft, Rasse, Ethnie und so weiter. Das ist immer wieder ein kleiner Wake-up-Call, sage ich mal. Also das widerspiegelt sich dann schon im Alltag. Mega spannend. Hast du nie Angst gehabt vor diesen Reisen? Also, ich glaube, die allermeisten Leute denken, ja, es wäre schon cool, oder man schaut vielleicht zu so Sendungen, wo Menschen filmen, wie sie mit dem Velo nach China reisen, oder eben so Expeditionen. Und die meisten Leute denken aber, boah, ich würde jetzt das nicht wählen. Das wäre mir irgendwie gleich zu heikel, zu gefährlich, zu streng. Gerade Länder, wo vielleicht sogar von der Schweiz her vom Bund noch als Risikoländer gelten und Reisen abgeraten werden. Hast du dich in diesen Ländern nie unwohl gefühlt? Hast du nie Angst gehabt? Ist das nie ein Problem gewesen? Bist du einfach gesagt, interessiert mich nicht, ich gang. Wie bist du die Situation an? Also ein bisschen Angst gibt es natürlich schon in gewissen Situationen, Länder, geografischen Räume, wo womöglich nicht ganz stabil sind, von der politischen Lage. Es ist aber auch so, dass ein bisschen Angst gesund ist im Menschen, weil sie fördert, dass man einfach gewisse Sachen sehr aufmerksam und mit Acht angeht. Zum Beispiel eben die Vorausplanung und dann auch das Risk Management vor Ort. Wenn man ein bisschen Angst hat, dann ist man wirklich viel präsenter und geht durch das Abenteuer in eine Herangehensweise an, die man nicht hätte, wenn man keine Angst hätte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Angst ist gesund, weil man passt dann viel mehr auf gewisse Sachen auf. Und das braucht es bei solchen Reisen. Man muss einfach aufmerksam sein. Und wenn man das jetzt mit euch bucht, ich meine, ihr habt das selber organisiert, sind selber gegangen und so weiter. Wenn man das mit euch bucht, könnt ihr einem das abnehmen? Oder könnt ihr auch ganz gezielt den Leuten schon sagen, hey, wir machen das, wir organisieren, du kommst mit, aber bist dir bewusst, eben, es ist vielleicht eine Pionierreise und du musst trotzdem noch ein bisschen Angst haben. Also weißt, es ist ja noch so eine schwierige Kombination, wenn man jetzt das Gefühl hat, als Reisende, ich gebe das euch ab, ihr organisiert das, dann gehe ich auch mit einem anderen Sicherheitsgefühl, weil ich denke, ja, du machst das, du bist für das verantwortlich, ich zahle ja für das auch. Wie gehst du mit dieser Situation um? Natürlich ist es so, dass die Teilnehmenden höchste Sicherheit verlangen und wir schauen auch, dass wir vor Ort mit der nötigen Planung und mit den ausgebildeten Partnern und Figuren, entweder Schweizer lokale Bergführer zum Beispiel oder Partner vor Ort, dass man dem Kunde das abnimmt. Also das Risiko ist natürlich dann auf unserer Seite, das nehmen wir in Kauf und das nimmt man den Kunden auch ab. Also man soll sich schon wohlfühlen, wenn man bei uns bucht eine solche Reise. Es kommt auch natürlich auf die Intensität und Art der Reise. Eine Expeditionsreise nach Nepal auf einen 6.000, 7.000 ist natürlich ganz anders in der Risikoausgangslage als eine Zeltwanderung durch eben Grönland oder in die Mongolei. Das muss man sich auch bewusst sein. Okay. Aber man hat, glaube ich, gehört, ihr bietet wirklich auf der ganzen Welt Reisen an. Man kann da von
Südamerika, über irgendwie den ganzen asiatischen Raum so etwas suchen. Und gerade wenn man das Zweite ist, hat man ja schon die Mindestgröße erreicht. Darf man sich sehr gerne mal bei dir melden. Du hast noch gesagt, eben, wenn man beim Anmeldeformular Mach dein Ding erwähnt und sagt, man hat über Mach dein Ding von euch gehört, gibt es sogar noch 10% Rabatt. Das freut mich mega. Gerade bei so grossen Reisen ist das natürlich je nachdem ein grosser Betrag. Aber Ja. es wär mega, mega cool, wenn sich da der ein oder andere würde entscheiden und mal so etwas würde machen. Hey, David, merci viel, viel mal für deine Zeit, dafür, dass du da deine Erfahrungen geteilt hast. Noch so als allerletztes, was sind jetzt deine Tipps für Neugründerinnen und Neugründer für ihr eigenes Ding, wo du ihnen mit würdest auf den Weg geben, wenn sie wenn ihr eigenes Ding starten? Ich würde sagen, probieren geht vor Studieren bei vielen Sachen. Wagt den Schritt, es lohnt sich. Und eben wie der Nico damals davor gesagt hat, das Schlimmste, wo passieren kann, ist, dass man wieder einen Schritt seitwärts, nicht mal zurückgeht und wieder einen Job sucht. Aber die Menge an Know-how, die da mitgenommen wird und die einfach täglich entsteht, weil man sich einfach neu finden muss und entwickeln, weiterentwickeln. Das ist unbezahlbar. Also das sind einfach Mengen an Know-how, die man sonst wo in keinem Job findet. Und deswegen, give it a try. Es lohnt sich sowieso. Es kann nicht schief gehen auf einer Ebene. Hast du noch weitere Tipps? Hui, jetzt ja, ich würde sagen, dass auch Vernetzungen sehr wichtig sind. Also es ist schon so, man sieht, dass es sehr viele gute Entrepreneure gibt da draußen, die einfach alleine auf sich gestellt sind, die einfach die nötigen Unterstützer nicht finden. Und es ist schon so, dass das Ganze wächst, braucht es einfach Leute, die an dich glauben und dich unterstützen. Es muss nicht mal finanziell sein, es kann auch durch strategisches, es kann durch Empfehlung sein, es kann durch alles Mögliche sein. Aber man muss sich einfach vernetzen zu einem gewissen Grad. Meiner Meinung nach, dass das Ganze auch wächst. Definitiv macht absolut Sinn. Netzwerk ist etwas sowieso, glaube ich, ein bisschen, dass der selbstständige unternehmerische Erfolg angeht oder auch sonst vielleicht einen beruflichen Erfolg auf dem Karriereweg, ist Netzwerk etwas vom Wichtigsten, etwas, was man unbedingt immer muss beachten und probieren aufzubauen. Denke sowohl offline wie auch online oder eine Kombination aus beidem macht jeweils am meisten Sinn. David, was ist die grösste Herausforderung war in deinem unternehmerischen Leben bisher? Ja, ich würde mal behaupten, die Kombination und die klare Trennung zwischen Hobby und Beruf. Es ist so, dass ich bin sehr ehrgeizig und möchte sehen, dass die Firma eben wächst und läuft, dass die Kunden happy sind, dass es einfach schnell vorangeht. Und das bedeutet, dass man natürlich sehr viel Arbeit darin investiert, was wiederum bedeutet, dass man etwas Zeit sich vom privaten Leben auch abschneidet, wo man womöglich zuvor hatte. Ich finde, das Schwierigste ist, diese Work-Life-Balance zu finden, wo man sagt, okay, mein Hobby ist es, in die Berge zu gehen. Ich habe das aber auch jetzt 8 Stunden, 9, 10 Stunden heute als Arbeit betrieben. Ich muss eine Trennung finden und nicht weitermachen. Ich gehe dann in die Berge und denke weiter an Expert Tribe. Und das ist für mich eine Herausforderung, die ich noch nicht ganz meistere, aber das ist auch etwas, an dem ich arbeiten muss täglich. Und was machst du denn da, um das erarbeiten? Also, weißt du, was probierst du da, um das besser anzubringen? Wenn du sagst, du musst täglich daran arbeiten, was konkret machst, damit das besser wird? Ich versuche mal einfach offline zu sein, bin dann nicht erreichbar ein paar Stunden. Die paar Stunden lasse ich für mich, für meine Partnerin, für das gemeinsame Leben, was nicht immer Abenteuer und Extremsport sein muss, sondern auch mal eben privat irgendwo spazieren gehen, ruhig oder einkaufen gehen. Also auch tägliche Arbeiten, die dann einfach ein bisschen untergehen, weil man so aufgesaugt ist von diesem Alltagsrush von der Arbeit. Und das reicht dann schon. Also man muss einfach sich etwas Abstand nehmen. Offline-Zeit ist, glaube ich, ein riesen Luxus, wo man sich zwischen die sollte gönnen und ganz gezielt sollte probieren einzubauen in sein Leben und einfach sagen, hey, das ist eine Zeit, wo ich nicht erreichbar bin, weder telefonisch noch irgendwie digital
Und ich glaube, sehr, sehr bereichernd ist auch etwas, was ich mir probiere im Moment immer mehr zu gönnen und so einzubauen ins Leben. Weil es, glaube ich, einfach ungesund ist, ständig das Gefühl haben, man muss erreichbar sein. Ständig das Gefühl, man muss auf alles reagieren, was da könnte passieren. Ständig das Gefühl, man könnte etwas verpassen, was wichtig wäre. Also ich denke, das macht mega, mega viel Sinn für fast alle Leute, dass man so ganz gezielt sich Offline-Räume sucht, wo man sich irgendwie ein bisschen von dem schützen kann. Hey David, merci viel, viel mal für deine Zeit, für das mega spannende Interview. Ganz viel Erfolg. Merci für deinen Rabatt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffe, wir Gerne. sehen uns irgendwann wieder und wünsche dir noch ganz einen schönen Tag. Sehr gern, Nico. Vielen Dank für deine Zeit und ja, bis auf ein baldiges Begegnen in die Berge. Definitiv. Tschüss, mach's gut, ciao. Mach's gut. Ciao.